Gefängnis hinab. Au! Es ist 4 Uhr. 4.20 Uhr. Los geht's. Hinab. Hinauf, hinab. Ein neues Abenteuer. Es wird herrlich. Es geht wieder los. Ihr denkt, ihr träumt. Ihr tut es nicht. Ihr seid einfach nur bei Angelnecke Boss. Morgen. Ist er schon drin? Nein. Ach, er ist ja schon drin. Mensch, er ist ja schon drin. Morning. Morning, Ox. Morning, morning. Okay. Morning. Okay, let's go. Hurry do. Das waren die Abenteuer aus Südostasien, Malaysia und Thailand. Malaysia und Thailand. Thailand. So, also ihr sagt gerade, ich bin so ein Glückspilz, weil wir haben ein jungfräuliches Gewässer, wo noch nie eine Angel war. In einem Land voller Angler. Wir dürfen dahin heute. Und er meinte, ich weiß auch nicht, warum du so ein Glückspilz bist, sagt er. Du bist so ein Glückspilz, dass du dahin darfst. Er war auch noch nicht da. Und überhaupt war erst einer vor uns da. Der Besitzer vom See, vom Privatsee praktisch. So. Das wird so crazy, Leute. Das wird so völlig abgedreht. Wir angeln wieder auf die Zerstörerfische. Richtig, guten Morgen. Hier wieder los. Ihr wisst Bescheid, worum es geht. Shadow. Und dass an diesem Vehikel noch ein kleines Boot dranhängt, habe ich heute Morgen auch gar nicht bemerkt. Das Boot ist so geil. Es ist 3 Meter lang. Das ist so geil, diese Kombo. Das ist die Kombo, Alter. Das ist immer mal 3 Meter. Okay, wir müssen einkaufen. So, guten Morgen. Guten Morgen. Das ist so herrlich. Ihr wisst ja, wie ich fliege. Ihr wisst es ja. So. Spicy Schweineburger an der Tankstelle und ein Boss-Kaffee. Alles gut. So sieht er aus. Wollen wir mal schauen. Wir sind mal gespannt. Guten Morgen. Here we are. So, also der Hund ist im Gebüsch da vorne. Das sieht so geil aus. Das ist nämlich kein Puff oder so, wieder wie ihr denkt. Das ist absolut high-end verboten. Nur wir dürfen hier angeln, VIP-mäßig. Es wird so geil. Ich habe richtig Bock drauf heute. Und er meinte, wenn es jetzt zu warm wird, können wir auch wieder nach Hause gehen. Wir sind ja nicht weit weg von zu Hause. Das ist so geil. Ich raste aus wieder mal. Geil. Da sind Fische. Ja, das ist geil. Da hinten überall. Ja, das ist. Also, er ist wieder mal wirklich, es ist jetzt kein Spaß. Er ist selber voll aufgeregt, dass wir hier angeln dürfen. Er meinte, I'm so happy. Ich bin auch so happy. Da ist so viel Fisch da hinten. Was ist denn das? Kann ja nicht sein. Eine Fischzucht oder was wieder hier? Okay, es geht los. Oh. Ah, alles klar, ich sehe schon. Skipping.
Happy Fox. Okay, all right. Can I use this rod for skipping? Yeah. Okay. Alles klar, das gibt wieder das gleiche Skipping. Ich habe es ja länger nicht mehr gemacht, also ungefähr 6 Wochen. Es geht los. Das ist so spannend. Oh Gott, wir angeln schon hier vorne gleich. Alles klar. So, los geht's. Oh wei, oh wei. No! No! Come on! Alter, das gibt's doch nicht. Was macht der hier unten? It's gone? Alter. 1, 2, 3. Set the hook. Oh shit. Das ist der erste. Wait. Game over. Ja. Oh, da ist der erste Fisch. Ich glaub's nicht. Das gibt's doch nicht, ey. Das ist der erste. Hat er den nicht gegönnt, ey. Tschup. War er weg, der Frosch. Schön weg vom Frühstück. Das ist der erste Snakehead für diesen Trip. Ich bin so begeistert. Ich freue mich. Das ist so ein schöner. Wow, das ist so geil. Yes! Ja, das sind die geilsten Fische. Sie sind so stark und schön. Lass ihn mitnehmen ins Aquarium reinschmeißen. Ey, was ist denn hier bitte wieder los? Das Ding ist voller Welse. So, und das ist wirklich kein Bezahlsee oder so. Das ist wirklich. Das ist einfach ein See, den hat sich jemand gekauft. Irgendwie ein. Alter! Was ist denn hier los? Das ist alles voller Welse. So, er hatte eben einen richtig fetten Nachläufer. Aber er hat ihn verfehlt. Okay Leute, Zeit für einen kurzen Tackle-Check. Ich bin gerade in Afrika. Und eine Marke, die ich auf meinen Auslandsreisen immer dabei habe, ist die Firma Seaman von Camo Tackle. Die werden einige schon kennen durch mich oder von mir oder auch nicht durch mich. Die können jetzt weiterspulen. Diese Tackle-Checks gehen ja eher an die Einsteiger und ein paar gute Tipps kriegen. So, das Besondere an diesen Gummis, das ist jetzt hier der Swimmers. Das Besondere an diesen Gummis ist, die sind praktisch unzerstörbar. Was auf Reisen ein großer Vorteil sein kann, gerade wenn man keinen Angelladen in der Nähe hat. Die Dinger halten richtig was aus und sparen halt dadurch richtig Geld auf Dauer und Nerven. Und sie fangen richtig gut. Hat hier so einen kleinen Schlitz unten. Lassen sich prima an einem Weighted Offset, an einem bebleiten Offset-Haken fischen. Vorzugsweise von Decoy, wisst ihr Bescheid. Hier steht, die sind 10-mal stärker als normale Gummis. Ich bezweifle das, die sind mindestens 20, 30-mal stärker. Man kriegt die wirklich kaum kaputt. Also ist wirklich so. Genau, ist ein toller Köder. Und wenn er mal abreißt, könnt ihr sicher sein, es gibt keine umweltfreundliche Variante als die Köder von Seaman, frei von giftigen Weichmachern. Guckt es euch am besten mal selber an bei Camo Tackle. Es gibt unheimlich viele Variationen. Das ist jetzt hier ein normaler Gummifisch, den ich sehr gerne benutze. Aber es gibt natürlich auch viele, viele andere Sachen in allen möglichen Größen, Formen und Farben. Also ganz klare Empfehlung von mir, Seaman Gummiköder sparen Geld, schonen die Umwelt und fangen Fische wie Sau. Probiert es aus. Viel Freude damit. Ich hoffe, meine Nägel sind geschnitten. Naja, so halb. Alles klar. Bis zum nächsten Mal beim Tackle Check. Und ich schwitze jetzt weiter hier. Okay. Das ist wieder aufregend. Alles klar. Ich sollte mir Sonnencreme drauf machen. Genau jetzt. Oder warte noch kurz. Oh, da war er. Ja. Ist das crazy. Die gehen sofort wieder zurück in ihr Habitat. Vielleicht kommt er ja jetzt. Nein, das war's. Was ist hier bitte los? Was ist hier ein Fisch? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch alles nicht wahr. Flipper, hier ist der Köder. Wo war der Fisch nochmal? Ich hab ihn.
kann nicht mehr. Yes. Der Bude steht. Yes. Out. I get it out. Wow. Olli. Leute, wir haben ein Riesending drauf. Ich bin so happy. Der hat sich das Ding so schmecken lassen. Wow. Alter. Ist der größer als am Buddhasee. Wait. Oh. Good one. Are you ready? Yeah, I'm ready. One hand swimming. Oh no. Let it. Okay. Fire. Okay. Wow. Okay, guys. Yes, man. Wow. Yes, man. Good one. Yes. Good one. Yay. Yes. Yes, auf den Neusi Flapper. Schön auf den Neusi. Richtig genau. Wunderbar. Oh, war ja, Leute, wieder so ein Monster. Okay. Oh Gott. Das ist geil. Yes. Ich bin so happy. Die Dinger, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ihr seht's ja. Die hauen da so drauf. So, hier nochmal der Köder. Und gleich fällt ihr den Fisch. Okay. Allow 4 kilo. Yeah, you can take your. Okay. Da ist er. Traumfisch. Bin so happy. Yes. Nice. Thank you, Ox. Thank you very much for the guiding. Moin Leute, kurz in eigener Sache. Über 50% der Zuschauer haben den Kanal nicht abonniert. Tut uns den Gefallen und drückt auf den Abo-Button. Das wäre super. Ah, you can hold him like that. Okay, good one. Yeah, bro! Yeah! Let's go home. I'm already... No. So happy, man. You have more three. Wow, er hat einen. Er hat einen. Oh. Nice. Oh, Leute, das ist geil. So, auf dem Bassbait kam der jetzt hier. Das ist herrlich hier. Do you need help? No. Okay. Wow, nice. So klein ist er gar nicht. Yes, man. So. Der See ist auch ganz schön groß, muss ich sagen. Ein Traumsee. Er meinte, wir können ja mal heimlich hier so einen Wels fangen. Ich glaube, die Welse sind zum, hier drin, das ist so eine Welsfarm, glaube ich. Die Welse werden dann verkauft, Pangasius. Und er meinte, wenn ich ein Stück Sandwich reinhalte, habe ich sofort so ein Ding. Aber er ist wohl nicht so gern gesehen. Hier sind die Snakeheads, die können so hier ruhig angeln. So. Hier darf keiner angeln. Und er will jetzt hier Guiding machen. Das ist direkt fast in Bangkok. Wenn ihr mal in Bangkok seid, schreibt ihn auf jeden Fall an und macht mit ihm Guiding. Das ist ein schöner Fisch. Wow, die sind die schönsten Fische. Das ist geil. Yes. Okay, der Papa hat wieder einen, diesmal auf dem Bassbait. So, hier ist der Fisch, Leute. Traumhaftes Tier wieder mal. Ich glaube, ich lasse ihn einfach wieder frei, oder? Oh, sehen doch hier alle gleich aus. Okay, da ist der Fisch. Kleiner Huscher, aber ich bin mega happy. Also, so klein ist er nur auch wieder nicht. Ich bin mega happy. Alles klar. Can we take a picture, maybe? Ja. Okay, alles klar. Lassen wir ihn frei, den Kollegen. Ein herrlicher Fisch. Kann er jetzt mal durchatmen.
kurz. So, hat da wieder einen entdeckt, hier der Kollege. Ein Crankbait. Oh, Crankbait läuft nicht. So, mal gucken, ob wir das jetzt hier hinkriegen. Live. Kein Problem, Boss. Die drehen hier so durch, diese Welse. Das ist so unnormal. Manchmal drehen die alle gleichzeitig durch und manche sind so groß, so locker, so 20 Kilo. Eigentlich müsste ich mal so einangeln. Aber gut, nächstes Mal vielleicht. Vielleicht kommen wir noch mal her hier. Dann machen wir mal ein bisschen Welsräubern auf Toastbrot. Ich bin ja mal gespannt. Das, wow, da war er. Habt ihr das gesehen? Da war er. Wow. Okay, Leute. Der sagt, der beißt nochmal. Er hat sich nicht gepiekt. Ist das spannend. Was schimpft er davon? Irgendwas ist scheiße, sagt er. Na gut. Ein Tilapia, der schwimmt hier rum. Er ist noch am Leben. Der wurde vom Snakehead angegriffen. Und so sieht es dann aus. Das ist eigentlich komisch, dass er nicht komplett durchgebissen ist, aber man sieht hier schon die Zähne. Er hat ihn irgendwie verfehlt. Wir machen mal tot machen den Arm. Okay, das war's für heute. Vielen Dank. Thank you very much, Ox. Was a nice day. Thank you, thank you, thank you. Thank you. See you next time. Leute. Wirklich? Okay, okay, no problem. Also wir essen jetzt Cobra. Die Cobra ist bereits tot. Das Restaurant ist stark besucht. Ich hoffe, dass nicht mal einer aus der Küche... Yes, ausgebüxt. Oh, schön. Oh, ja, ja, nice. Oh. Baba, take the skin off. Nice, kap und krass. Very nice. And he's happy. Three combats here. Nice. Wow. Take the skin off. Nice. Ich bin so begeistert. Wirklich so geil. Es ist jetzt kein Spaß. Also das ist jetzt hier die Cobra. Hier haben wir Frosch. Und hier haben wir Hühner, Kagai mit Fischeiern. Gourami Egg. Ja. Yeah. Gourami. Gourami hier. Ah, Gourami sind so eine, wie so eine riesen, like Tilapia, ne? No? Like, yeah, you look like Tilapia, but small. Oh, Gourami. Nice. Okay, Gourami Eier mit Fisch. And local Thai Chicken. And local Thai Chicken. Also das verstehen die Leute auch so. Okay, aber das ist jetzt für das Hauptding. Cobra, ganz kurz probieren. Ganz kurz abchecken. Leute, Live-Verkostung. Eine Sekunde, Moment. Moment. Müssen wir jetzt mal abchecken hier, Cobra. Sehr gut. Sehr gut. Auf dem Rückweg gibt es Ratte. Da haben wir nämlich die Food Nahrungskette durch. Die Cobra essen mal die Ratten auf den Reisfeldern hier. Okay, sehr gut. Frosch, ganz kurz. Frosch, einen Moment. Okay. Ich bin schon ganz aufgeregt, Leute. Ja, das ist ja spannend hier. Nochmal.
So. Sehr gut. Okay, okay. Alles klar. Tie the egg first. Egg? Yellow one. Ah, okay. Hier. Ah, this right? Ja. Yeah. Aha. Okay, Fisch, Eier. Dann lassen wir euch in Ruhe mit der heutigen Verkostung. Okay. My favorite, I think, is the Cobra. Ich glaube, die Cobra ist mein Liebstes. Ja. Yeah. Wow. Schön scharf. Geil. Schön klein gehackt. So liebe ich meine Cobra. Thank you very much, man. Herrlich, danke. Guten Morgen. Guten Morgen. 5 Uhr, Mann. Also, wir sind wieder da am Thailands krassesten See und das ist mal diesmal keine Übertreibung, nicht wie sonst immer. Wir sind an Thailands krassestem See, da oben ist er. Und man darf hier nicht angeln, eine Kurzversion jetzt. Hier sind die größten Fische drin in Thailand und wir angeln jetzt hier und es ist kein Puff. Es ist noch viel schlimmer. Es ist ein verbotener Privatsee, der Gaddeteich von den Mönchen. Leo Weber. Okay, good. This speed is. 1 second? Yeah, I'm always filming. Okay. Okay. Slowly, okay.
yesterday is by me under the shade. Yeah. Don't say you are really good casting today. Yeah, good, good. สีแดง That was a snake. Fuck. ที่ไหนที่ไหนเต็มเต็มเกียร์ฟังบอกถึงพี่เบียร์ก่อน be careful wow wow monster snakehead ein monster snakehead ich flippe aus auf Daytech noisy flipper richtig danke genau das hat er gerade haben wir gerade gemerkt dass er die Kamera nicht angemacht hat also der Drill ist jetzt nicht drauf vielleicht auf der GoPro so ein bisschen aber ist ja nicht schlimm kommt in besten Familien vor, er macht normalerweise einen sehr guten Job als Kameramann und als Fotograf, insofern verzeihen wir das ihm. Einmal. Kann alles passieren, das ist Angel-YouTube, Leute, so ist es. So ist Angel-YouTube. Mal gewinnt man, mal verliert man und mal vergisst man auch einen Knopf zu drücken, nicht so schlimm. Aber wir angeln jetzt noch ein bisschen, machen mal Mittagspause. Und genau, für alle, die es nicht wissen, guckt euch die ersten Teile an. Wir waren schon mal hier. Also das ist jetzt hier die einzige Location, die ihr zweimal seht. Normalerweise werde ich hier in Thailand immer andere Sachen filmen, damit es für euch nicht langweilig wird. Aber diesen See hier musste ich nochmal hin.
Aber hier sind die größten Fische in ganz Thailand drin und hier darf man normalerweise nicht angeln. So, jetzt fängt der Regen an. Ich glaube, ich packe jetzt mal die Kamera weg. Wobei, ist ja ein iPhone, geht ja eigentlich. So, genau, wir machen weiter. Ich freue mich trotzdem tierisch über den Fisch, auch ohne Drill. Ah, es war so ein Monster und der ging so ab, ey. Der ging total ab. Egal. Okay, weiter geht's. Nimm mich aber nicht auf. Auf diesem Schild steht drauf, Chado Takeout Project, irgend sowas, die müssen raus, jetzt wisst ihr Bescheid. Für alle, die Thai sprechen. Also wir sind hier wirklich in einer Mission. Zeig mal ein Crankbait drauf, wo ist er? Da? Okay, alles klar. Ja, die müssen hier wirklich raus, die Fische, weil die Leute haben keinen Bock mehr, dass sie die ganzen Opferfische auffressen. Die reingesetzt werden, das ist so ein buddhistischer Brauch und deswegen müssen die großen Snakeheads raus, weil die machen die alle platt. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Und hier darf normalerweise kein Mensch angeln. Also er meinte das auch nochmal zu mir. Er will ja jetzt eine Guiding-Firma machen in Thailand für Touristen und auch für alle anderen. Und er meinte, hier könnt ihr fragen, so oft ihr wollt, ihr könnt hier nicht angeln. So, mit mir hat er das gemacht und das, dabei bleibt es auch. Aber er fährt mit euch natürlich auch an andere krasse Gewässer. Ihr könnt angeln mit ihm in Bangkok in der Nähe. Dann gibt es einen Stausee, einen geilen, wo wir auch letztens waren. Also er hat noch genug andere Locations und da kann man auch so eine Fische fangen, die ich heute gefangen habe. Oder so einen Fisch fangen. So, genau. Aber das ist hier schon so, naja. Also alle beneiden ihn uns hier, dass wir hier sein dürfen in Thailand. Absolut exklusiv. Streng verboten. Wenn hier einer eine Angel reinhält, normalerweise bist du sofort weg vom Fenster. Ja, ich muss ja eins sagen, ich bin ja kein Drillangler. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als so lange Drills. Ich mag es gerne kurz und knackig, aber ich stehe mehr auf die Bisse, also auf die Drills eigentlich fast schon. Aber die Kraft, die diese Fischer haben, ist wirklich beeindruckend. Absolut imposant. Es geht schnell, meistens dauert es so ein, zwei Minuten, aber die geben Feuer, das ist der Wahnsinn. Er meinte, schon einige haben hier eine Rute aus der Hand fallen lassen oder wurde die Rute aus der Hand gerissen, weil sie nicht aufgepasst haben. Dann die Angel halt weg. So, okay. So, damit angeln die Kollegen hier so. Das ist jetzt so ein thailändischer Skipping-Köder. Das ist hier unser, den kennt ihr ja schon. So, auch sehr geil. Das sind hier diese Frösche. Das ist ein Jumping Frog. Richtig geil. Habe ich auch ein paar von. Und ja, ansonsten habe ich noch ein Bassbait dabei. Der hat auch schon einen Nachläufer gebracht, aber hier, das war jetzt der große. Der kam hier drauf. Ne? Wisst ihr Bescheid? So sehen sie aus. Weiß ich, Flapper, Kitec, alles klar. Auch geil für Deutschland zum Angeln, nicht wahr? Okay, könnt ihr auch am Rig übrigens fischen, unter Wasser. Ich fische die ja hier nur über Wasser, also mit Speed. Die kann man aber auch unter Wasser fischen. Ne? Okay. Okay, wir machen jetzt eine kleine Mittagspause. Wie sehe ich aus? Es ist ziemlich heiß geworden. Und denkt mal nicht eins. Es ist nicht einfach hier. Die Fische sind auch nicht blöd. Auch wenn die nur einmal alle paar Monate beangelt werden, blöd sind sie nicht. Und ist ja auch gut so. Wäre ja auch scheiße, wenn es zu einfach wäre. Dafür ist es sau spannend. Und ja, ich liebe es. Für mich ist es das Geilste, was es gibt. Snakehead angeln. So, jetzt gibt es wieder dreierlei Leckerei. Wurst, Schwein und irgendwas anderes. Mit einer Suppe und Soße. Hello. Sehr geil. Er hat hier sein Homeoffice sich aufgebaut. Er ist eh der Beste. Er lebt hier praktisch. So, Alter. Ohne Axt, ohne Machete. Wow. Maxi da. Oh, ey, jetzt gibt es erst noch mal eine Kokosnuss. Das ist ja wirklich hier voller Service, Leute. Wollen wir mal ein Live-Tasting machen? Dann sage ich euch, wie es ist. Boah, richtig gut, ey. Viel besser als der Scheiß aus der Karibik. Karibik. Thank you.
So, still ruht der See. Und still ruht die Sonne da oben. Das ist eine irre Luftfeuchtigkeit, das ist irre heiß. Aber das kennt ihr ja, das wisst ihr ja, dass ich das mag. So, wir geben weiter Gas. Morgen haben wir noch einen halben Tag und dann geht's auf den neuen See. Wir angeln auf Peacocks, wir machen ganz neue Sachen. Und vor allen Dingen andere Gewässer und neue Leute und so, ne? Also, genau, für die, die jetzt hier keinen Bock mehr haben auf Buddha Lake, sondern beim nächsten Mal dann wieder einschalten. Aber noch ein bisschen geht's und ich will noch ein richtig, so ein 10-Kilo-Ding fangen. Er hatte gestern so ein absolutes Monster, ey. Das war ein Fisch. 12 Kilo. Pff, das ist ein Lebensfisch. Darauf angeln manche Thais ihr Leben lang und fangen ihn nicht mal. 10 Kilo wäre schon ein Lebensfisch. Ja? Ja. Er hat einen. Der Meister hat auch einen. Herrlich. Den kann er gleich dran lassen. Den kannst du gleich hängen lassen, Kollege. Den kannst du gleich so lassen, wie er ist. Yes. So, also es ist wirklich verdammt schwer. Wir haben so ein paar Nachläufer, ein paar Biffe, aber wenn ich jetzt richtig zähle, waren heute hier 5 Mann angeln und es wurden 2 Fische gefangen. Ein sehr kleiner und ein ziemlich großer. Ich sag's ja nur, nicht wahr, Leute. So, jetzt haben wir ein bisschen Zuschauer bekommen, auch hinter mir, wie ihr vielleicht seht. Ich will die nicht so richtig draufhalten. Ich will das nicht so richtig filmen, weil ich mich nicht, traue, Leute zu filmen, außer mich selber und andere Angler. Okay, egal. Gut, wir machen jetzt bald Schluss. Ich habe ein bisschen wenig gefilmt heute. Ich war ein bisschen faul. Hab aber dafür auch geknüppelt wie eine Wildsau. Deswegen war ich eigentlich doch nicht faul. Und da sind die Fische. Und wir schmeißen die jetzt mit Crankbaits an. Aber manchmal beißen sie drauf, aber so richtig juckig sind sie heute nicht. Naja, vielleicht geht es ja morgen nochmal was. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Das wird dann morgen voraussichtlich der letzte Tag in meinem Leben an diesem Gewässer hier. Genau. Davon. So. Okay. Gut, Freunde. Guti, guti. Gluck, gluck. Gluck, gluck. Das ist immer so geil. Wahrscheinlich denkt ihr alle, der ist total unfreundlich, weil er nie was sagt. Aber der ist mega nett, der Typ. Der ist mega cool drauf. Einer meiner Top 5 Leute bis jetzt. Kann sich noch hocharbeiten. Der krasseste Typ. So, noch ein bisschen angeln, Endspurt und dann ab nach Hause. Bin müde. So, muss ich wieder laut reden. Ein langer Tag geht zu Ende. Irgendwie 12, 13, 14 Stunden oder sogar. Ich weiß es gar nicht. Es war sehr lange. Jo, war wieder nett heute. Einen schönen Fisch gefangen. Gott sei Dank. Den habe ich auch gebraucht heute. Aber auch sonst wäre es schön gewesen mit den Jungs hier in Thailand. Herrlich, ich liebe das. So, da ist unser Helterbecken. Ihr kennt es bereits. Da müsste jetzt eigentlich mein Fisch noch drin rumschwimmen. Gut. Okay. Das war's am Buddha Lake. Wow. See you tomorrow. Bye-bye. Yeah. Und wie immer am Ende der Hinweis auf unsere Better Fishing Box. Alle kennen sie, alle lieben sie. Wer sie nicht kennt, sollte sie bestellen. Guckt euch diesen schönen kleinen blauen Salamandi an. Genau, die Box bekommt jeden Monat zu euch ins Hause geflattert. Es gibt Abos. Ihr könnt sie aber auch einfach mal ausprobieren. Könnt ihr dann jeden Monat kündigen, weil ihr wollt, was wahrscheinlich nicht geschehen wird. Die Box wird von Yoshi, Maxi, Victor und mir ausgewählt für euch, passend zur Jahreszeit und den dazugehörigen Raubfischen. Also checkt sie ab. Da gibt's, also am besten geht ihr mal auf betterfishing.de. Da gibt es Boxen in verschiedensten Variationen. Werdet ihr durchdrehen. Zielfischboxen. Dann gibt es Sonderboxen, dann gibt es Gutscheine, aber unser Dauerbrenner ist die normale Better Fishing Box. Wenn ihr die bestellt, Leute, vergesst den Code BOSS nicht. Den Code BOSS macht ihr euch glücklich und mich glücklich und dann sind wir alle happy. So, also dringende Empfehlung, Better Fishing Box, gerade für Anfänger und Menschen, die sich gern überraschen lassen. Checkt sie aus, betterfishing.de und nicht den Code vergessen. Danke, bis zum nächsten Mal, ich bin raus.